Moin zusammen, jetzt geht es einmal nach Prison, weil die beiden haben das als eine Weekly-Aufgabe. Wir haben einen Beweis und sprinten an. Mal gucken, was wir für einen Geist hier bekommen. Bitte nicht den Zellenblockgeist, bitte nicht. So, wo sind unsere Aufgaben? Aufgaben natürlich Geisterfutter. Sehr Mal schauen. interessant. So, Okay, okay. hier da links rein, also zum Block. Okay, dann Zugriff. So, Kiki macht den Eingangsbereich, Küken macht einen Zellenblock, Anna kommt entweder bei einem von uns mit oder macht einen Zellenblock. Gucken wir mal. Wir haben das Versteck in der Lobby. So, ich mache hier auch schon mal die Lichter an, dass wenn ich gleich den Brekkie anmache, dass wir hier Lichter haben. Ja, kurz gucken, ob da ein Knochen ist. So, dauert jetzt ein bisschen, bis der Brekkie an ist. Ich habe irgendwo was fallen hören in der Nähe der Bibliothek. Geh mal da bitte gucken, Kiki, ob da was ist. Der Rest kann ja weiter nach dem Knochen suchen in seinem Bereich. Ich werde dann hier oben alles absuchen. Das war eindeutig hinter mir. Ja, ich denke mal, zu viert geht das ja einigermaßen, ne? Wenn ich jetzt hier oben gucke und die anderen gucken unten. Ja, genau. So, ich suche mal hier oben. Der Breaker ist an. Ich habe auch unten in der Mitte vorhin die Lichter da angemacht, dass ihr da was sehen könnt. Kiki, wenn du in der Bücherei da das Licht anmachen willst, das machst du auch über einen Kontrollraum. So, gucken wir mal. Haben wir hier einen Knochen? Das ging ja schnell mit dem Geist. Der hat sich ja schnell bemerkbar gemacht. Wenn ich jetzt nachher urplötzlich einen EMF bekomme aus dem Nichts, dann ist das vielleicht ein Wraith. Oder ein Phantom, der zu mir gelaufen ist. Okay, hier ist kein Knochen. Ich kann mir vorstellen, dass der wieder in einem Zellenblock irgendwo rumhängt, der Knochen. Der Knochen ist hier, Küken! Kontrollraum über der Cafeteria hier oben. Da ist der, wenn du da in diesen Kontrollraum reinkommst, wo wir doch einmal den Yurei hatten, direkt rechts hinter der Tür. Ich mach das Licht in dem Kontrollraum an. Ja, ich habe keine Kamera. Küken, du kannst danach das Licht ausmachen dann. Ja, Kiki, hast du ihn da gefunden, wo ich dir gesagt habe? Ich habe hier irgendwo was fallen hören in der Mitte. Na, ja, das klang ein bisschen anders. Meinst du dieses Ding? Das ist, glaube ich, ein Ambient-Sound. Ich habe eine Tür gehört, der ist irgendwo hier, auf jeden Fall. Ja, hier unten in der Mitte ist der irgendwo. Ich guck mal beim Visitors-Bereich. Kiki, guck du mal in der Kantine. Ja, hier, Visitors-Bereich. Auf der Seite von den Gefangenen. Ja, da fummelt er an der Tür rum, eindeutig. Seht ihr, ging doch schnell mit Knochen und Geist. 3 Minuten. Kümmert ihr euch um den Raum? Ich werde den Ghost Highway schon mal in Angriff direkt nehmen. Versteck es dann hier in dem Flur, diese Dinge. Aber seid vorsichtig, der Geist kann auch manchmal aus der anderen Seite vom Visitors-Bereich aushanden, wie uns das ja einmal passiert ist. Da müssen wir aufpassen. Und guck mal in verschiedenen Räumen, weil der hat eindeutig diese Tür angefasst. Die sind, glaube ich, hier auch aufgeteilt, die Räume. Dann ist er vielleicht in dem anderen Bereich hier, in dem der Seite der Besucher. Kiki, warte mit dem Salz noch. Dann guck mal hier in dem Bereich alle Räume ab. Flurgeister gibt es nicht mehr auf Medium Maps.
Außer das ist hier in der Lobby. Ja, das meinte ich ja, glaube ich. Okay, dann haben wir einen Lobbygeist. Nein, das war der Brecki. Nein, das war ich hier runter. Lobby ist ein Lobby. Orbs können wir auch auf der festen Kamera checken. Was hast du da gerade? Jemand um ein Kamera, die die hat, den weil irgendwie, ihr tut nur minimal runter, aber nicht so viele Leute. Was ist schon, ich hab's nicht schon, was sind die Runden hier? Thermo. Wir könnten auch eventuell einen Stalker haben. Das kann natürlich auch sein. Ja, also er ist schon relativ sehr weit geworden. Ja. Wieder 20 Grad. Ich finde jetzt nichts hier, um Dots anstrengend zu machen. Wieder 20 Grad. 20 Grad. Schade, kann man nicht an die Decke machen. Dann packe ich es mal hierher. Lauf mal auf der ganzen unteren Etage mal die Räume ab. Ich denke mal, vielleicht ist das ein Banshee, der zu uns die ganze Zeit läuft. Ja, wenn das ein Banshee ist, der kann hier unten überall sein. Also das erste Geräusch, was ich gehört habe, kam irgendwo aus der Bibliothek da. Hier geht's wieder runter. Hier drunter. Wo, in dem Visitors? Hier, hier bin ich. Hier. Hier geht's sogar unter 15 Grad. Ach da, oh, das ich habe gerade einen Lichtschalter gehört. Ja, kein mehr. Okay. Der ist hier drunter. Okay, ich hole die anderen Sensoren mal. Das. 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 Sogar noch ein Foto von mich. Aber es ist sehr komisch, dass der so weit bis zum Visitors-Bereich gekommen ist. Entweder ist das ein Twin oder das ist ein Stalker. Ich lasse euch hier mal eine Fotokamera liegen. Okay. Tue ich den Sensor hier hin, dann kriegen wir das sofort mit, wenn er da irgendwie rausläuft aus dem Bereich. Ups. Müssen wir da nochmal nach oben kommen. Ja, da müssen wir auf jeden Fall eine Kamera dann reinstellen. Scheiße in Hand. Lauf! Oh shit. Wie hat er mich nicht gefunden? Und wie haben die anderen überlebt? Na, hätte ich besser nicht gesagt. Shit, was war denn das jetzt? Checkt mal schnell die Sanity. Ich hole mich schnell ins Match, damit wir verteidigen können zur Not. Das ist ja eine Unverschämtheit. Ich dachte. Ich dachte, ich muss jetzt dran glauben. Okay, mal nach Orbs schauen. Ich sehe jetzt hier nichts. Ich stelle die mal hier so hin, dass wir mehr sehen können. Wir sind bei 32. 28. Ein Shade vielleicht? Die Oben, nee, die Oben kann es ja nicht sein. Sag mal, sollen wir Pillen nehmen? Ja, nehmt mal Pillen. Ich bleib mal kurz hier drin und wehr den zur Not ab. Klopft hier auch ordentlich ans Fenster. Ah, ich glaub, einer von uns ist immer noch einer, dass wir leicht über den Menschen kommen. Mein Gott, klopft hier die ganze Zeit ans Fenster, ey. Mann, ey. Wo habt ihr denn noch eine Kamera? Da müsste noch einer in die andere Seite, weil das ist ein großer Bereich hier. Guck
Weil ich glaube, das hier zählt alles als Geisterraum. Ja, jetzt war sie gerade hier vorne an der Tür. Der ist bei mir gespawnt. Also ich denke mal, die anderen müssen es ja wohl geschafft haben. Der dürfte die nicht gesehen haben. Nee, er wird auch nicht schneller. Ich höre nichts mehr. Moment. Smiling? Hä? Huh? Aber ich höre auch keine Türen oder so. Jetzt ist er, glaube ich, in einer anderen Etage, ne? Hm. Vielleicht haben wir ja einen Djinn oder so. Ja, wahrscheinlich. Ich war vorhin, der ist ja schon wieder direkt auf mir gespawnt. Ich konnte leider keinen richtigen Djinn-Test machen. Kann ich ja jetzt gleich als nächstes machen. Ich habe ihn übrigens gesmudged. Wir haben also kurz was Ruhe. Jin hätte EMF-5, Freezing und, Fingies. Dots? Okay, ja, kannst du ja machen. Dots? Du bist schon vorbeigenommen. Ich hab die gerade in meinem Augenwinkel gesehen. Okay, Dots. Ins Salz ist aber schon getreten, ne? Was ist der Jin aber raus? Ja. Das ist ein Event, die Tür ist noch offen, ist alles okay. Oh, Mensch. Wen liegen davor, Ja, ich will erstmal sowieso eine Hand machen. Wo ist eigentlich das andere EMF? Das bräuchten wir mal hier. Und das Kruzi. Warum sind die nicht hier? Achso, Kiki liegt auf dem Kruzi, aber das EMF ist leider nicht da. Oder habe ich das vorhin hier reingeschmissen? Nee, ist okay, das EMF ist hier, ist okay. Achso. Okay, dann bring ich noch andere. Also es ist definitiv kein Raiju. Banshee kann auch sein. Küken, hast du eine Fotokamera, falls wir ein Phantom haben? Weil ich habe den Geist jetzt nicht einmal gesehen. Oh, ja. Habe ich. Er hat ein 0,1 Sekunden-Event schon mal gemacht, aber da konnte ich ihn nicht fotografieren. Ich meine, jetzt sehen wir das ja auch nachher bei dem Hunt, ne? Wie der flackert, wenn der jetzt nachher huntet. Ich will mir ein bisschen mehr Salz streuen. Die Ochen ist definitiv raus. Ja, du kannst ruhig noch Salz verstreuen. Ich denke mal, UV werden wir eh nicht wirklich kriegen. Die Dots waren ja live, ne? Das heißt, Gorio ist raus. Ein Glück, dass der raus ist. Okay, Küken, wir können uns hier hinten dann hinstellen. Hast du das gerade mit dem Sensor? Ich hab gar nichts gemacht. Ich hoffe, der huntet jetzt nochmal. Da, oder? Nee. Ja, die klang normal. So, Raiju ist raus, Deochen ist raus. Thay weiß ich jetzt nicht so genau, aber es könnte wirklich so ein Stalker sein. Also ein Salz, sagtest du, ist er getreten? Ja, Salz ist er schon getreten. Okay. Aber ich bin ja vorhin auch die ganze Zeit mit dem EMF in der Hand rumgelaufen, ne? Also als ich noch oben am Suchen war. Nur wenn der jetzt eben zu einem von euch gelaufen ist und ihr hattet kein EMF, ist das natürlich schwierig mit dem Phantom. Haben wir noch einen? Also du hast auch kein Random Reading bekommen, ne? Ich hatte doch auch, ich hatte doch einen Random 5er EMF. Okay. Ich hatte mal das Parabol drauf. Ich habe hier ein EMF, das ist auch 5 ausgeschlagen. Ja, von was kam denn das EMF? Vielleicht von der Tür oder so? Oder einfach... Okay, dann könnten wir vielleicht einen Phantom haben. Erntet? Ja. Komm her. Komm her, Geist. Oh, ja, der hat schon wieder da vorne angefangen. Der hat nämlich immer bei mir angefangen zu hunten. Oh, jetzt läuft er nach oben, ne? Das gibt's doch nicht. Just! Hier! Nein, lauf nicht weg. Hallo, Geist, hier! Hallo, hier! Komm von da vorne, glaube ich. Ja, ist kein Yokai. Ja, es ist ein Phantom. Guck mal, es ist ein Phantom. Versuchen zu fotografieren. Ich smudge. Fotografieren. Ja, Fotos noch nicht voll.
kann er die Tür zu retten. Okay, wir haben einen Phantom. Ja, ich habe den extra dadurch das eine Salz hier noch gelockt. Ich habe jetzt leider nur noch einen Smudge. Ja, ich habe ihn gerade gesmudged. Mach das ruhig mit der Kamera. Halt die ganze Zeit bei dir und hoffe, dass er ein Event gibt durch den Smudge-Effekt. Hier, ich bring dir schnell Kerzen, damit können wir ja auch noch ein paar Fotos voll machen. Ja, ich brauche noch ein Foto. Das ist ein Event hier, hier vorne. Ich glaube, es geht kurz. Scheiße, das war ein Lightbreaking-Event. Es war leider zu kurz. Mann, ihr müsst eine Sache machen. Also einen Smudge habe ich, das heißt, einen Versuch hätten wir noch. Oh, schnell Kerzen, der macht gar nichts. Ja, ja, ich verteile schon Kerzen. Immer bei mir in Fotos. Ja, ja, es ist schlimm, ey. Tut er ja eigentlich auch, ne? Ja, ich weiß jetzt aber. Ach ja, ich habe letztens mit der Anna zusammen hohe Aktivität und hohe Eventrate mal gespielt, ne? Rate mal, was wir für einen Geist hatten. Ja, okay, jetzt hast du gespoilert. Okay. Okay, perfekt. Oh, Kruzi. Nee, ich hab's nicht gehört. Ja, dann rate mal, was wir für einen Geist hatten. Bei hohe Aktivität. Schiff ein und. Ja, der wäre auch interessant gewesen, wenn es der gewesen wäre. Aber es war ein anderer. Ein Shade. Nee. Mann, oh, ein Demon. Nee, es war ein Bolti. Ey, das ist ja noch. Oh, er huntet. Er kommt, glaube ich, von da vorne. Guck mal, da flackert die Lampe. Schieß einfach drauf. Halt drauf, halt drauf, halt drauf. Geh nicht zu nah! Smart, läuft schon. Lauf weg. Gezählt? Nee, natürlich nicht. Ach, warum läuft er auch so nah an den Geist dran, ey? Jetzt musste ich zu früh smudgen. Ah, Küken! Weil die brauchen die Aufgaben. Das ist das Problem. Es geht ja um diese blöden Nebenaufgaben. Natürlich haben wir jetzt Geisterfoto hier. Es ist der letzte Smudge. Das ist jetzt die letzte Chance. Man kann es versuchen, ne? Hier im Schrank zu stehen und den zu fotografieren aus der Ferne, wenn er darauf zuläuft. Es ist aber sehr riskant. Ist er fertig? Küken, halt dir auf jeden Fall eine Kamera bereit, falls er nochmal ein Event macht. Ich weiß. Ich bleib jetzt auch in seinem Raum. Haben wir noch eine Kamera? Haben wir noch irgendwo eine extra Kamera, dass wir uns gegenseitig backuppen können, oder hast du alle Kameras? Ich hab zwei. Ich kann euch hier noch eine geben. Ja, okay, dann lass die ruhig bei dir. Ich halte mal die Augen auf, wo der so auftaucht. Ja, das hast du schon wieder? Wäre das die T3-Kamera, könnte man ihn durch diese Tür da vorne eigentlich fotografieren. Das wird unmöglich sein mit dem Foto. Das wird unmöglich. Weil wir können es nur während eines Events machen, weil die Smudgies sind schon weg. Er ist oben irgendwo am Laufen. Wir können sprinten. Unsere Sanity ist wahrscheinlich auch niedrig genug. Ich glaube, das Beste ist einfach hier zu warten, dass er hier rüberkommt und hier ein Event gibt. Das wird jetzt ein kleines Geduldsspiel. Wir versuchen das mal. Okay, wir müssen ein kleines Geduldsspiel machen. Wir werden einfach hier warten, dass er hier zu uns kommt und hier ein Event gibt. Was anderes können wir, glaube ich, nicht machen. Ja, das ist gut, jetzt noch eine Aufladung.
Ja, das Kruzi da bei uns hat auch noch zwei Aufladungen da. Deshalb können wir die ja noch ausnutzen. Außerdem ist die Chance auf ein Event höher, wenn man im Nebenraum ist vom Geisterraum. Also zumindest ist das so meine Erfahrung immer damit gewesen. Hast du ihn? Yes! Warte den Hand noch ab. Oder du kannst, glaube ich, rausgehen, aber wir sind zu weit weg. Nee. Komm her, schnell! Komm rein. Der hat es zwar gesehen, aber wir müssen die Tür nur zuhalten. Man muss einfach nur die Tür gehen. Was? Was? Ich habe die Tür extra mitgegriffen. Nein. Was? Wieso, Anna? Wieso ist der nicht auf uns? Er hat doch uns gesehen und nicht Anna. Was? Ich krieg hier noch die Krise. Ja, ich hab extra die Tür 10-mal gegriffen, dass wir nicht, dass er uns nicht erwischt, weil der hat die uns ja aufgerissen, ne? Ja, weil sowas kann man überleben, auch wenn er einen reinlaufen sieht. Man muss nur diese Tür... Aber ich hätte jetzt nicht gedacht, dass er auf Anna losgeht. Ich dachte, der geht jetzt auf uns los, was er ja auch gemacht hat. Ja. Aber es ging ja um die Aufgaben, ne? Die Aufgaben sind immerhin erledigt, das Wichtigste. Okay. Okay, liebe Toten, tragt Phantom ein. Okay, Federvieh, dann fahren wir. Ja, okay. Ja, schade, ein Phantom hätte uns, glaube ich, auch UV gegeben, ne? Ja, ein Phantom hätte auch UV gegeben. Ja, schade. Wir sind so doof, wir hätten mit den Dots das Geisterfoto machen können. Wir sind so blöd, wir sind einfach nur blöd. Sag das mal. Hab kurz einen Job ready. Ich bin so blöd, ey. Mann. So, das hier sind die Stats. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Bis zum nächsten Mal. Ciao.